Peace YouTube und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel und heute haben wir den nächsten Summer Heat Showdown. Wir haben zum Spiel Liverpool gegen Manchester City, der erste gegen den zweiten aus der Premier League, haben wir zwei Karten bekommen. Beim letzten Mal hatten wir ja Mainz und Leverkusen mit Diaby und Boetius und jetzt haben wir Fabinho und den guten Phil Foden. Wir werden uns die Karten wie beim letzten Mal genauer angucken. Am Ende des Videos werde ich mich für eine Karte entscheiden. Beim letzten Mal habe ich mich für Diaby entschieden und Leverkusen hat letztendlich auch gewonnen, aber, Freunde der Sonne, ich kann euch eins sagen, wir haben jetzt Montag, 19.15 Uhr und Diaby hat immer noch nicht sein Upgrade bekommen. Ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, I don't know, ob die jetzt hier noch die nächste Summer Heat Challenge abwarten und dann beide auf einmal bringen, weil City gegen Liverpool spielen jetzt zum Beispiel am kommenden Donnerstag, was ich auf jeden Fall nicht nice finden würde. Die sollten die Spieler mal direkt nach dem Match upgraden oder zumindest innerhalb von 24 Stunden danach. Bei Diaby habt ihr gesehen, ist immer noch auf dem 92er Rating. Ich warte auf meinen 95er. Und ja, ihr habt ja auch nur zwei Tage Zeit, um diese beiden SBCs zu machen. Denn wie gesagt, am Donnerstagabend spielen die beiden Mannschaften auch schon gegeneinander. Klar, wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht man beide. Wenn man ein bisschen gamen will, macht man halt einen, wo man denkt, die Mannschaft wird letztendlich gewinnen. Liverpool ist jetzt schon Meister. Dementsprechend wird jetzt Liverpool wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass drauf aus, aber es ist halt trotzdem der erste gegen den zweiten. Es geht halt auch in England irgendwo um Ruhm und Ehre und dementsprechend freue ich mich trotzdem auf dieses Match. Hab Bock, das zu gucken. Fangen wir jetzt aber erstmal mit Foden an und gucken uns seine Karte an. So, wenn wir das hier schon mal sehen, hat er auf jeden Fall direkt mal ein Weak Foot Upgrade auf 4 bekommen. Hat normalerweise 3. 4 Sterne Skill, 4 Sterne Weak Foot ist nice. 1,71 groß, Hochmittelarbeitsrate, starker Fuß ist links. 92er Gesamtrating, 90 Tempo, 87 Schuss, 92 Passen, 92 Dribbling, 66 Defense und 76 Physis. Kommen wir zu den Ingame-Sets. 93 Antritt ist auch immer ganz nice für ein ZOM. 87 Sprintgeschwindigkeit ist etwas, was man pushen könnte. Dann im Bereich Schuss, 95 Schusskraft, sehr nice. 89 Abschuss auch so ein Wert, den man noch ein bisschen nachpushen könnte. 93 Stellungsspiel ist auch ein nicer Wert. Fernschüsse, Volleys und Elfmeter jetzt nicht so wichtig. Passspiel, 94 Übersicht, 99 kurzer Pass, 92 langer Pass. Top-Werte. Dazu noch ein Wert von 84 Fee. Für ein ZOM könnte das ruhig auch mal was höher sein. Dann Dribbling, 99 Beweglichkeit, 99 Balance, das ist natürlich top, das sind Top-Werte. Sein Dribbling-Wert wird runtergezogen, weil er nur 80 Reaktionen hat, aber sonst hat er im Bereich Dribbling sehr, sehr starke Werte, vor allem Beweglichkeit und Balance, 99. Dann 92 Ballkontrolle, 89 Dribbling noch dazu und 90 Ruhe. Physis, 99 Ausdauer, auch top. 85 Aggressivität ist auch ein nicer Wert, Stärke, ja, ist ja auch nur 1,71 groß, mit 60 geht das dann irgendwo auch in Ordnung. Eigenschaften: Dribbeltechniker und Spielmacher, kein Finesse-Shot-Trade und kein Außenrissschuss am Start. So, und dann beschäftigen wir uns natürlich auch mal noch mit der Karte, wie so ein Foden zum Beispiel aussehen könnte. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Stats drauf gemacht. 95er Rating, wenn Manchester City gewinnt. Sollten sie unentschieden spielen, kommt er auf ein 93er Rating. Aber so würde ungefähr so ein Foden dann aussehen können, wenn City das Spiel gewinnt. 93 Tempo, 91 Schuss, 95 Passen, 96 Dribbling, 79 Physis und 70 Defense. Das ist halt schon eine sehr, sehr nice Karte, muss man einfach sagen. Vor allem, weil im Bereich Dribbling eigentlich nichts mehr gepusht werden muss. Er hat ja schon 99 Beweglichkeit und 99 Balance. Ich habe ihm jetzt hier plus 4 gegeben zu seiner 92er Karte, weil halt der Bereich Reaktion ein bisschen low ist und ich denke mal, dass das dann ein bisschen weiter gepusht wird, sodass er dann letztendlich auf eine 96 Dribbling-Set kommt. Und hier müssen wir mit einem Campstyle nicht nachwirken. Da könnte man halt wirklich auf einen Campstyle gehen, der Tempo, Schuss pusht, eventuell sogar nur Tempo und Schuss, dann würde man über Hunter nachdenken. Oder aber man sagt dann Hawk, damit Tempo, Schuss und Physis gepusht werden. Und ja, das wäre schon eine sehr, sehr nice Karte, zudem mit 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weak Foot. Und zum Preis der SBC kommen wir jetzt. Denn um Foden abzuschließen, brauchen wir zwei Teams, ein 83er Team mit 80 Teamchemie und einem City- oder Liverpool-Spieler. Diese SBC kostet, kann man sich ja auch an der Dings Wundertüten-SBC dran orientieren. Da brauchen wir auch einen 83er Squad und 80 Teamchemie, kostet rund 50.000 Coins. Könnte halt sein, dass aufgrund des City-Spielers und des Liverpool-Spielers das Ganze ein bisschen teurer wird. Sagen wir mal 55.000 Coins, um grob zu rechnen. Laut Football haben wir noch keine Price Prediction. Da brauchen wir noch einen 84er Squad mit 75 Chemie, einem Team of the Season, Team of the Week oder Team of the Week Moment Spieler. Und die wird dann um die 90.000 Coins kosten. Lass mal Pi mal Daumen sagen, 150.000 Coins für Phil Foden. Und das gleiche kann man eigentlich auch für Fabinho sagen, denn da braucht man auch zwei Teams, ein 83er und ein
84er Squad. Und wenn man bedenkt, dass das sehr nice Karten sind, geht das eigentlich in Ordnung. Machen wir weiter mit Fabinho. So, Fabinho. 92er Gesamtrating, 1,88 groß, mittelhoch Arbeitsrate, starker Fuß ist rechts, Spezialbewegung 3 und schwacher Fuß ebenfalls 3. Das bedeutet auch, er hat ein Weak Foot Upgrade auf 3 bekommen. Er hatte nämlich vorher 2. 86 Tempo, 87 Schuss, 92 Passen, 90 Dribbling, 95 Defense und 93 Physis. Sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr heftige Stats. So der Karte an sich für einen defensiven Mittelfeldspieler. Trades, Zuverlässigkeit, Grätschen und lange Pässe. Und dann bei den Ingame-Sets. 84 Antritt, 87 Sprintgeschwindigkeit. Wie gesagt, für ein ZDM ist das nice. Dann, selbst für ein ZDM hat er auch sehr starke Schusswerte. Das kommt noch dazu. Er hat 98 Schusskraft, 83 Abschluss für ein ZDM ist auch ein sehr, sehr starker Wert. 88 Stellungsspiel, Elfmeter, ja, wenn jemand ein Penalty bekommt, kann er den auch noch reinhauen. Geile Passspielwerte, 92 Übersicht, 97 kurzer Pass, 96 langer Pass und für ein ZDM auch noch 83 Effet, was auch sehr, sehr stark ist. Dann im Bereich Dribbling. Er hat 90 Dribbling auf der Karte, obwohl er 77 Beweglichkeit und 77 Balance hat. Das liegt einfach daran, dass die anderen Sets extrem heftig sind. 98 Reaktionen für ein ZDM, sehr, sehr gut. Hilft nochmal dabei, dass er ja wie handlungsschnell ist, auch im Bereich Abfangen. Beim Abfangwert seht ihr auch rechts daneben, hat er 98. Und das in Kombination ist wirklich sehr, sehr nice. Und dazu auch noch 1,88 groß, lange Beine am Start. Könnte wirklich ein sehr starker Sechser sein. 95 Ballkontrolle, 88 Dribbling und 98 Ruhe sind auch Top-Werte. Dann im Bereich Defense, heftige Stats. 95 Grätschen, 96 faire Zweikämpfe, 93 defensiv Bewusstsein, 98 Abfangen, Physis 98 Ausdauer, 90 Stärke und 95 Aggressivität. Also dieser Fabinho sieht wirklich extrem stark aus. Also wenn man hier den Vergleich mit einem Vieira zieht, ist der Vergleich meiner Meinung nach absolut verständlich und gegeben. Vorteile bei Fabinho sind sogar noch die besseren Schusswerte, die noch besseren Dribblingwerte. Das ist schon eine sehr, sehr geile ZDM-Karte, muss ich einfach so sagen. Und der Vorteil, den Fabinho auch noch hat, zum Beispiel gegenüber einem Foden, ist, er gibt einem Bobby Firmino den Perfect Link. Ja? Beide Brasilianer, beide vom FC Liverpool. Und das finde ich extrem nice. Und man kann bei Fabinho sogar drüber nachdenken, den als Innenverteidiger spielen zu lassen, wenn man irgendwie was switchen will. Also das wäre auch absolut kein Problem mit Fabinho. Ich sehe Fabinho als die etwas interessantere Karte gegenüber einem Phil Foden. Und gehen wir rüber und gucken uns an, wie so ein Fabinho aussehen könnte, wenn Liverpool das Spiel dann letztendlich auch gewinnt. So, Freunde. Und das ist die Karte. 95er Gesamtrating hätte er dann. Ich war jetzt hier mal großzügig, weil es einfach auch mein Wunsch ist. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Aber ich habe ihm jetzt hier plus 4 Pace gegeben. Ich denke, dass er letztendlich auf 89 Pace kommt. Aber 90 Pace würde einfach nochmal nice aussehen. Er wäre halt im 90er Club. Alle Stats über 90. Das wäre halt wirklich zu heftig. 90 Schuss, 95 Passen, 94 Dribbling, 98 Defense und 96 Physis. Es ist nicht ganz abwegig, dass er diese Stats bekommt, wenn Liverpool gewinnt. Selbst wenn er dann nur 89 Pace hat zum Beispiel, ist das trotzdem eine übertrieben heftige Karte. Guckt euch die Karte einfach mal an. Das ist. Und dafür zahlt ihr ca. 150.000 Coins. Ich denke, ihr merkt auch schon, in welche Richtung ich gehe. Ich werde Fabinho definitiv mitnehmen. Selbst wenn er das Upgrade nicht bekommt, glaube ich, dass er eine sehr, sehr nice Karte ist, weil er halt einfach diese ganzen Vorteile hat. Bei Ford muss ich sagen, ist auch eine nice Karte, aber kann ich in keinen meiner Teams einbauen. Da fehlen mir halt einfach diese persönlichen Punkte, die mich überzeugen, dass ich ihn mache. Bei Fabinho sind sie einfach gegeben und ich glaube, ihr habt auch rausgehört, warum. Das kann halt bei jedem anders aussehen. Wenn Leute zum Beispiel einen Kevin De Bruyne im Team haben, Mahrez oder sonst was und diese Stronglinks haben wollen, dann ist Foden natürlich nice. Aber bei mir, auch jetzt in meinem RTG-Team, ich kann euch jetzt auch nochmal mein RTG-Team zeigen, mit dem ich am vergangenen Wochenende gespielt habe. Ich zeige euch das Team noch ganz schnell und wir haben die Weekend League auf beiden Accounts bei 20-1 abgebrochen. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mir weiter die Weekend League zu geben. Ich habe bei 20-0 auf Main Account verloren und auf dem RTG Account auch schon mal verloren. Dann Top 100 wäre auf beiden Accounts noch drin gewesen, aber ich wollte einfach aufs 30-0 hinaus, war nicht mehr möglich, dann habe ich einfach abgebrochen. Und so sieht aktuell mein RTG-Team aus. Ich spiele im 4-4-1-1 mit Bobby Firmino und mit Modric auf der Doppelacht. Neymar als Zehner, Ben Yedder im Sturm, Mbappé und Pelé über Außen. Ich habe Bobby Firmino zu dieser Weekend League abgeschlossen und ich kann sagen, dass er mir extrem gut gefallen hat. Also wirklich richtig, richtig gut gefallen. Er hat bei mir in 24 Spielen 13 Tore und 9 Torvorlagen als Achter gemacht. Shadow Cam Salah habe ich halt dementsprechend draufgepackt, weil er halt, ja,
weil er halt nicht in der Offensive bei mir spielt. Und hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, jetzt mit einem Fabinho könnte ich hier irgendwie drüber nachdenken, das Ganze so zu machen, dass ich einen Stronglink habe mit Bobby Firmino. Fabinho und Bobby Firmino dann auf der Doppel-8 spielen lasse, könnte ich hier das Trio ein bisschen umbauen. Zum Beispiel so einen Van Dijk holen, Wan-Bissaka, Fabinho hier rein, Bobby Firmino auf die rechte Seite. Wäre halt möglich. Und finde ich sehr interessant und dementsprechend werde ich mir letztendlich auch Fabinho machen, auch wenn Liverpool nicht gewinnen sollte, hat Fabinho trotzdem eine nice Karte. Aber ich drücke Liverpool dann nochmal extra diese Daumen, weil so ein 95er Fabinho, habt ihr gerade gesehen, könnte schon extrem heftig aussehen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich werde jetzt meinen Content ein bisschen umstrukturieren. Ihr merkt es ja, Videos kommen nicht aktuell nicht regelmäßig, weil ich auch aktuell nicht so viel Bock auf FIFA habe. Und manchmal denke ich mir, was soll ich jetzt machen? Was für ein Content soll ich heute bringen? Ich will nicht jede SBC abschließen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich werde es so machen, dass ich bis zu FIFA 21 mich hauptsächlich mit diesem 19 Uhr Content beschäftigen werde und versuchen werde, dann direkt um 19 Uhr, wenn Content kommt, ein Video dazu raushaue, meine Meinung dazu abgebe und dann auch direkt innerhalb der nächsten 2 Stunden das Ganze hochlade, damit ihr auch direkt wisst, was ich von diesem 19 Uhr Content halte, von den SBCs oder was auch immer da rauskommt. Und ich glaube, dass ich das dann bis FIFA 21 dann erstmal so machen werde. Nebenbei werden natürlich immer noch ab und zu Spielervideos kommen, Spielertestings und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, mein Content werde ich bis FIFA 21 dann so umstrukturieren. Und dann FIFA 21 geht es halt wieder ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut hier unten rein. Gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich bin raus, peace out und ciao.